Jetzt bin ich dran, genau. Ja. Ja, hallo alle zusammen hier auf dem Fahrradkanal. Ihr seht, ich bin jetzt hier im Video schon unterwegs, hier von Ahrbrück, wo ich mit dem Fahrradbus angekommen bin. Von Rheinbach aus bin ich losgefahren mit dem Radbus, um einfach hier ins Ahrtal zu kommen. Am Montag, dem 8. Juli 2024. Hier links seht ihr, da ging es mal früher als Radweg weiter, die flussaufwärts. Ich fahre aber jetzt flussabwärts. Hier rechts seht ihr den Bahnhof, die Endstation, wie sie ja halt war, bevor die Katastrophe war. Und ich habe einfach mal vorgehabt zu schauen, wie sieht das jetzt aktuell im Ahrtal aus? Kann man da wieder eine Radtour machen? Kann man da lang fahren? Im Fernsehen wird oft gesagt, dass die Leute, die dort wohnen, eigentlich sagen, dass die Touristen ruhig kommen sollen, um ja, um eben auch die Einheimischen zu unterstützen. Zum Beispiel hier an der Stelle fällt mir gerade ein, wo ich das sehe, ich habe das mal mit alten Aufnahmen abgeglichen, hier standen Bäume. Das war wunderschön, aber Bäume sind nicht mehr da. Ich bin aber schon froh, dass jetzt hier zumindest wieder der Radweg, wie man sieht, hier tipptopp gemacht worden ist. Und ja, natürlich sind auch einige alte Stellen da. Hier ging jetzt mal früher der Radweg hier rechts über die Brücke und dann, ja, eigentlich unterhalb der Bahnstrecke weiter. Und jetzt eingeblendet hier dieses aktuelle Täfelchen mit dem, ja, dass man dem, ja, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, dem Hilfsradweg durch das Ahrtal folgen soll. Aber da komme ich später auch noch mal drauf zurück. Hier jetzt rechts mal ein Blick auf die ja, ehemalige Bahntrasse. So wie es da aussieht, lagen da schon ein paar Schienen. Ja, da verrate ich dann aber später noch was Genaueres zu. Ihr seht zumindest jetzt hier, geht es jetzt Richtung Kreuzberg und das ist jetzt oberhalb der Bahntrasse. Früher bin ich unterhalb der Bahntrasse, also hier von Ahrbrück bis nach Kreuzberg gefahren. Aber das hat sich wohl jetzt hier geändert. Ihr seht, das ist jetzt hier auch schon wirklich sehr gut wieder instand gesetzt, beziehungsweise ich nehme mal an, dass jetzt hier der Weg, der jetzt hier oberhalb der Bahnstrecke ist, auch nicht in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Großartig. Aber ich denke mal, das ist jetzt nur meine ganz persönliche Vermutung. Man hat hier eben wirklich schönen Split drauf gemacht. So eine Art Betonsplit oder was auch immer. Und das geht dann jetzt hier auch wieder über, wahrscheinlich in ja noch vorhandene geteerte Straße. Ja, und jetzt sind wir auch in Kreuzberg angekommen, zumindest hier. Ich blende das auch immer mal so als gelbes Ortsschild ein, wie man das so von Straßenverkehrsschildern her kennt. Hier ist jetzt der Bahnhof, schönes altes Gebäude. Ja, mir ging es halt auch darum, auf der Tour nicht nur eine Bestandsaufnahme zu machen, kann man da wieder mit dem Rad fahren. Weil die Einheimischen sagen, okay, wir leben von den Leuten, also von Tourismus, also brauchen wir die auch und die sollen auch ruhig kommen. Natürlich möchte ich auch nicht versäumen, wie ihr seht, auch mal aufzuzeigen, wie es hier aussieht. Also ja, man kann
in Teilen wieder ganz gut hier fahren, das mal so vorab vorweggenommen. Aber es ist natürlich noch ein ganzes Stück weit von weg, wie es halt früher mal war. Es werden Stücke kommen, die ihr kennt vielleicht, die Leute, die immer schon mal im Ahrtal Rad gefahren sind oder gewandert sind, wie auch immer, werden sicher einiges kennen. Ja, da oben jetzt auf dem Berg natürlich auch wieder, ich nehme mal an, ein ehemaliges Burg, wie heißt Plural von Burg? Die Burgen. Eine Burg da oben drauf. Ja, dann bin ich auch immer mal auf Verdacht ein bisschen gefahren, weil irgendwie dieser Ersatzradweg, ich glaube, so heißt der auf der Beschilderung, ja, Beschilderung, Fragezeichen, nicht immer da oder nicht immer vorhanden. Okay, ich denke mal, so gesagt, es tut sich hier auch ständig viel. Es wird viel gearbeitet hier, vor allen Dingen auch auf der Bahnstrecke. Ja, jetzt bin ich hier auch recht langsam rangefahren, weil ich nicht wusste, soll ich jetzt dieses Teilstück jetzt hier wagen zu fahren, weil da war kein Hinweisschild. Es stand eben nicht dieses typische Ersatzradwegschild, was ich eingeblendet hatte. Naja, dann habe ich jemanden gefragt, der gerade hier lang ging, und zum Glück, oder ja, mein Glück war es eben quasi, dass diejenige sagte, ja, hier kann man wieder lang fahren, also man kommt da durch. Es ist ja mal nicht die Sache, wenn ich wo so einen Weg lang fahre, dann will ich ja auch weiterkommen und nicht nachher wieder zurückfahren zu müssen, sondern es geht ja darum, dass ich das durchgängig auch weiterfahren kann. Ja, da oben natürlich schon die Bundesstraße, nehme ich mal an, oder ne, diese ausgebaute B257, und dann hier noch ein schönes altes Bogenbrückenstückchen, wo die Bahnstrecke drüber verlief. Also dieses Teilstück hier kenne ich auch noch sehr gut von früher. Das scheint wohl nicht so viel abbekommen zu haben, sage ich jetzt mal. Wobei, ich kann das ja nicht einstufen. Ich habe auch immer mal versucht zu gucken, ob man noch irgendwo an irgendwelchen Gebäuden rechts und links vom Ufer mal irgendwie so eine Art Dreckschichtlinie sieht, wie hoch das hier links jetzt gerade mal so ein Pfeil eingeblendet. Altenburg nähern wir uns jetzt, beziehungsweise ich im Video. Aber nochmal auf diese, wie hoch stand das Wasser denn? Also man kann das nicht mehr so von außen an den allermeisten Gebäuden ersehen. Ne? Also das ist schon wahrscheinlich vieles wieder weggemacht, weggekerchert, neu gemacht etc. pp. Ja, schade ist jetzt, ihr seht jetzt hier links ist mal, glaube ich, dieses Ahrtal-Radwegsschildchen gewesen. Ist aber ziemlich doof, man kommt die Brücke da runter, ist ziemlich steil, um dann hier wieder auf die Landstraße, Bundesstraße zu treffen. Ihr seht schon, das war es dann jetzt auch erstmal mit dem alten ausgebauten Radweg. Und ihr seht, hier von rechts kam mal ursprünglich die ehemalige Bahntrasse. Jetzt kommen wir hier nach Altenahr. Altenahr, ja, sind meine Frau und ich öfters schon auf Radtouren angefahren und hier ausgestiegen, wenn wir vom Rhein aus mit dem Zug hier ankamen. Ich kenne das also noch ganz gut. Ich weiß auch noch, bevor das hier mit dem Tunnel fertig war für den Ahrtal-Radweg, wie das alles ausgesehen hat. Jetzt zeigt sich hier ein Bild der Zerstörung. Das ist unglaublich. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass anscheinend hier oben, also wo hier der Bahnhof, das Bahnhofsgebäude rechts ist, da unten links seht ihr die A, da, also das sind bestimmt locker so 5-6 Meter hoch oder Höhe oder mehr. Ich kann das schlecht einschätzen.
Also ich versuche immer zu begreifen, wie hoch das hier durchgegangen sein muss, diese Flutwelle. Gut, jetzt gehe ich hier mitten durch Altenahr. Ich kenne das, wie gesagt, noch sehr gut hier von früher. Man sieht hier rechts, da war, glaube ich, mal eine Gastronomie oder auch Hotel. Das ist zu. Hier links auch immer noch verbarrikadierte Dinge, Immobilien. Was mich natürlich so ein bisschen auch immer stört an der ganzen Sache, ich will da auch nichts beschönigen, dass die Leute auch sehen mal, wie das eben nicht vorangeht. Ja, hier links sieht man auch wieder Bretter vor dem großen Schaufenster. Hier habe ich mir dann ein Eis gegönnt. Leute, das ist ein lecker Eis. Ja, wirklich super Eis, kann ich euch wärmstens empfehlen. Hier diese Eisdiele oder Gastro, Pension, Hotel. Das Eis war wirklich super, super lecker, weil da sind auch richtig Stücke mit drin. Na, also es gibt ja viele Eisdielen, die Eis machen, aber da ist ja außer manchmal dann bei Stracciatella oder Schokoladeneis schon mal so ein bisschen ja Schokoladensplitter drin, ne? Aber hier waren wirklich Fruchtstücke, also bei den Waldfrüchten waren auch, wie gesagt, wirklich Fruchtstücke drin. Ja, hier im Video weiter geht's. Also es ist wirklich unglaublich, wie die Zerstörung hier gewütet haben muss, also diese Flutwelle. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht wirklich vorstellen. Also es ist tatsächlich so, dass mich dieses Video, als ich es gemacht habe, auch wirklich tief beeindruckt hat, beziehungsweise dahingehend, dass es mich auch traurig gemacht hat. Denn auf der einen Seite konnte ich sehen, dass an der Bahnstrecke sehr viel auch getan und gewerkelt wurde und dass das da vorangeht. Ja, hier mal so ein Blick in die Ahr mit dem Graureiher und dem Kormoran, die da sich auf so einer kleinen Insel mitten in der Ahr zurückgezogen haben. Ja, was jetzt hier auch zu sehen ist, es ist natürlich noch lange nicht alles wieder auch von der Infrastruktur hergerichtet. Also hier geht es dann auch nur einspurig dran vorbei. Ja gut, man sieht, ne, es ist schon wieder viel gemacht. Wir sind dann als Radfahrer, ich bin dem anderen Kollegen, der da vorausgefahren ist, der kannte wohl die Strecke, bin ich dann da auch rechts von gefahren, damit die Autos dann auch ungehindert vorbeifahren können. Ja, und dann habe ich unterwegs hier in dem Örtchen eine Kamera gesehen und auch zwei, drei Leutchen, die da im Auto standen. Ich nehme mal an, da ist ein Mannheimer Kennzeichen dran gewesen. Ich nehme mal an, dass das vielleicht der ja, rheinland-pfälzische Lokalsender ist, beziehungsweise ja, öffentlich-rechtliche Sender. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht gab es da einen Beitrag. Ich gucke ja meistens nur WDR, Aktuelle Stunde, und weil ich hier im Bergischen Land wohne, dann auch eben dann die Lokalzeit Bergisch Land. Ja, jetzt kommen wir hier nach Lochmühle. Also wie gesagt, ich zeige auch hier immer mal etwas längere Abschnitte. Das Video ist auch länger als üblich, damit man auch hier sieht man rechts wieder so, ja, das ist ja noch nicht fertig, und links auch wieder noch so Gerümpel beziehungsweise was rausgerissen worden ist. Man sieht aber auch hier links wieder schon, wie es schön fertig hergerichtet ist. Also ich sag mal so, man hört im Fernsehen natürlich auch immer viel, ja, dass Leute immer noch
irgendwo in der Luft hängen, wie es weitergeht, und warten auch auf Gelder. Und naja, okay, ne, das macht mich immer sehr traurig. Ja, hier Maischoss, der Bahnhof, so wie mir die zwei Herren, die ihr gleich kennenlernen werdet, berichtet haben, der ist auch schon wieder restauriert, also nach dem Hochwasser jetzt auch schon wieder hergestellt. Da sind sie mit den zwei blauen, in den blauen T-Shirts hier. Ja, hier nochmal ein Blick in die Baugrube, da wo der Tunnel ist, wo man auch durchfahren konnte als Radfahrer. Und dann kommen mal die beiden Herren auch gleich zu Wort. Ja, zwei übrigens von hier aus, vom PC-Schneidetisch aus, winke, winke. Nochmal ganz liebe Grüße, dass ich die beiden Herren da kennenlernen konnte. Hier der Blick, also man sieht, an der Bahnstrecke wird schon viel gemacht. Ja, gerne. Wir sind lokal, ja, da. Sport und Gesundheit mit dem Fahrrad. Ja, ist doch super. Dann kommen Sie jetzt da rein. Auf dem YouTube-Fahrradkanal. Genau. Aber jetzt sagen Sie mal, Sie sind ja so super top, glaube ich, auf dem Laufenden. Was gibt es denn da so für, sagen wir mal, Perspektiven, wann man meint, dass man mal wieder hier die Zugstrecke befahren kann? Die fahren 2025, fährt das Zug wieder. Und Sie können ruhig mal sagen, vielleicht ist elektrisch. Viel Spaß bei Ihrem Hobby. Ja, gerne. Danke, Sie kennengelernt zu haben. Ja. Das ist ja toll. Ja, wie gesagt, die beiden Herren habe ich dann mal so ein bisschen befragt, weil ich denke mal, die wohnen hier im Ahrtal und haben sicher natürlich auch als Einheimische ein bisschen mehr Infos. Also 2025, wie ihr, glaube ich, mitgehört habt und entnommen habt, soll die Bahn wieder fahren. Und was jetzt nicht zu hören war, was die beiden mir auch erzählt haben, dass der Ahrtal-Radweg wohl auch besser wird, als er vorher war. Habe ich zumindest so verstanden. Und ja, ich denke mal, man darf gespannt sein. Ja, jetzt hier habe ich nochmal angehalten, weil da war jetzt eine richtige große Staubwolke. Da seht ihr jetzt auch da an diesem ehemaligen Maischoss-Tunnel. Der war ja auch schon für Radfahrer erschlossen. Was da für, ja, alles an Gewerkel sich tut. Und ihr seht auch immer, ne, da sind Fahrzeuge, Baufahrzeuge. Aber wie gesagt, es ist immer so, hier links wieder auch ein Haus, was noch sehr mitgenommen aussieht. Das ist immer so für mich dieser Gegensatz, ne, dass man eben an der Bahnstrecke sehr viel tut, aber die, ja, eben diese Immobilienbesitzer, ja, da, gut, hier ist jetzt links wieder mal ein Haus, das sieht schon wieder hergerichtet aus, dann wieder keins, sehr, ja, noch mitgenommen aussieht. Also es ist sehr widersprüchlich und ja, es tut mir irgendwie immer in der Seele weh, zu sehen, dass da eben, also ich denke immer, die Summe ist, man hört im Fernsehen oft, dass eben viele noch mit Versicherungen Probleme haben, Geld zu bekommen, Handwerker zu bekommen. Gut, hier links sieht man mal wieder eins, was eingerüstet ist. Davor steht auch wieder Baumaterial. Ja, also wie gesagt, das war für mich eine sehr widersprüchliche Tour, ne? Also wo man eben, gut, hier auf der Straße muss ich, gebe ich dann auch immer ein bisschen Vollgas. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mich auch sehr gewundert, dass gar nicht so viel Autoverkehr betrieben war. Ja, jetzt hier an der Stelle, das ist eben die andere Seite von dem Tunnel nach Maischoss, also eben die westlichere Seite, denke ich mal. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig. Ja, nee, die östliche, genau, das müsste die, genau, die zur Rhein,
hingerichtete Seite, also flussabwärts. Da sieht man, ne, dass man eben auch an den Portalen, und man muss ja eigentlich hier auch wieder ganz komplett neue Rampen bauen, ne, um damit die Zugstrecke da wieder überhaupt, da ist ja nichts mehr, ne? Beziehungsweise man wird wahrscheinlich die Reste, die sowieso nicht mehr zu retten waren, dann auch ganz abgerissen haben, ne? Ja, hier jetzt mal Fuß- und Radweg, ja, schön hergerichtet, baustellentechnisch, mal ein Stückchen separat. Wer weiß, vielleicht wird das später mal integriert. Also, wie gesagt, von Alten A bis nach Walporzheim, das sind so roundabout 10 Kilometer, die müsst ihr, wenn ihr das Ahrtal beradeln wollt, dann einfach auf der Straße fahren. Na, das ist halt so. Na, also mich haben schon Leute gefragt in Facebook, wo ich ja an dem Tag, als ich die Tour gemacht habe, mich dann jemand gefragt hat, ja, kann man denn da, schreibt doch mal, ne, kann man da jetzt wieder Radfahren oder kann man nicht? Ja, das kommt halt drauf an, ne? Deswegen habe ich ihm auch geschrieben, guck dir das Video an. Ich werde da natürlich jetzt nichts beschönigen. Ich bin jetzt auch kein YouTube-Fahrradtouren-Videofilmer, der jetzt nur hier das Schöne rauskehrt, ne? Also um Gottes Willen, ne? Also ich zeig, wie es ist, und ja, na, da links war jetzt gerade der Schienenersatzverkehr. Jetzt kommen wir hier nach Dernau, und ihr seht, ne, ich fahre jetzt hier eigentlich, manchmal fragt man sich, ne, kann man da jetzt auf dem Bürgersteig fahren, ist das jetzt Radweg oder nicht? So ein paar Sachen sind mir natürlich auch im Gedächtnis geblieben. Ja, hier der Bahnhof Dernau, da sind wir auch schon mal hin und wieder ausgestiegen, um mal eine kurze Radtour hier durchs Tal zu machen. Deswegen, ich kenne das hier jetzt, na, also das war jetzt hier auf der Seite wirklich dann auch immer Radweg. Ihr seht sogar noch die Piktogramme hier aufgemalt. Das ist nicht neu, meiner Meinung nach. Das ist, glaube ich, muss noch von vor der Flut sein. Ja, und hier rechts immer auch diese Schutzhaltestellen, Schutzhütchen, die da so sind. Und ich kenne auch diese Stelle hier. Hier rechts waren, glaube ich, auch mal eigentlich ursprünglich die Haltestelle. Ja, und jetzt gleich kommen wir an der Eisdiele, die es eigentlich gar nicht mehr gibt, ne? Also die ist, ich weiß, dass wir da auch, also immer, wenn wir hier vorbeigekommen sind, fast immer Eis gegessen haben, ne? Jetzt ist da nichts mehr, also das Gebäude ist weg, ne? Und ja, das macht einen schon, wie ich schon sagte, ne? Das ist schon traurig. Na, wenn man bedenkt, dass das jetzt so circa, das müsste ja jetzt 3 Jahre her sein, wo die Flutkatastrophe war. Hier rechts übrigens war früher der Radweg, ne? Der war jetzt eigentlich ein Stückchen erhaben, direkt, glaube ich, neben der Bahnstrecke, weil die Ahrtalbahn war ja ursprünglich zweigleisig, deswegen hatte man dann auch stellenweise immer nach und nach hier im Ahrtal ja, das zweite Gleis nutzbar gemacht, ne, für den Radverkehr. Ja, ihr seht, ne, man muss diese 10 Kilometer hier dann eben auf der Bundesstraße fahren. Ja, hier habe ich jetzt mal eingeblendet, ne, so sah das hier links mal aus, da war noch ein viel mehr an Gebäuden. Jetzt steht da nur ein weißes, größeres Haus, um das mal so aufzuzeigen, wie das vorher war, weil in Google Maps gibt es tatsächlich noch Street View Aufnahmen, die zeigen, wie das vor der Flut aussah. Ja, und wieder mal so eine Stelle, wo man
halt halten muss, weil es nur einspurig vorbeigeht. Ich habe dann immer die Autos, aber hier sieht man auch, dass rechts eben tatsächlich noch nicht so weit wieder der Damm aufgebaut ist, dass da die zweite Spur, Fahrspur auch schon wieder hergerichtet ist. Ne? Also, tja, also man kann sich das wirklich nur vor, also zeigen, wie es wirklich aussieht. Und sowas wie jetzt hier die ganze Strecke, das zeigt das Fernsehen einfach nicht. Ne? Die machen einen 3-4 Minuten Beitrag. Wie schlimm das im Ahrtal aussieht, zeigen ein paar sehr mitgenommene Gebäude, fragen ein paar Leute, das ist ja auch alles okay und welche Probleme die haben, aber wie das jetzt wirklich mal so aussieht, das ja, so auf der ganzen Strecke, ne, so als Radfahrer oder Wanderer. Ja, hier, ab hier jetzt mal so ein Stückchen, was man so, also alle Leute, die schon öfters im Ahrtal waren, werden dieses Stück auch kennen. So war das auch, zumindest von der Strecke her, befahrbar. Nun sieht es natürlich ganz anders aus, weil vieles ist einfach weggerissen und hier waren sicher auch mal so ein paar, ja, ich sag's mal, Schrebergärten und Schuppen und was weiß ich für die Weinbauern, die da auch Geräte, Schuppen hatten etc. Gut, hier sind jetzt natürlich wieder Gebäude. Ich habe jetzt mal ein bisschen für euch einfach, um es mal drin zu lassen, damit ihr seht, wie weit fortgeschritten oder die Wiederinstandsetzung der Gebäude und der Infrastruktur, wenn es auch jetzt mal schnell vorgespult ist, damit ihr das mal selber einschätzen könnt. Das ist ja jetzt hier schon Walpforzheim. Und ja, na, also, um damit ihr euch auch wirklich selbst mal ein Bild davon machen könnt. Ja, hier der Blick natürlich auf diese, auf das Gymnasium Kalvarienberg heißt das. Früher ging der Radweg da eigentlich direkt runter zur A, da kurz oder ziemlich nah an diesem Gymnasiumbau vorbei. Und ja, jetzt muss man halt eben auf den Straßen, normalen Straßen hier bis zu dem Tor hier von der Altstadt in Ahrweiler halt fahren. Ja, aber das ist ja jetzt auch nicht so schlimm, dass wenn man dann ab dem A-Tor in die, bis zu dem Marktplatz hier in der schönen Altstadt radeln will, das ist ja nicht so dolle mit Autoverkehr. Ja, hier habe ich dann mal meine Kuchenpause gemacht, weil ich habe mir ja in Rheinbach schon mal ein belegtes Brötchen mit Kaffee geholt und ich habe hier mal meine, ich sage mal, Bodendrohne, dieses fernlenkbare Auto mit einer Kamera drauf. Der kleine Mann da, der hat das auch bestaunt und die Gruppe hat es auch irgendwie gesehen gehabt und man sieht die Füße von denen. Aber der Hund sagt, nö, kenne ich nichts von, ist mir egal. Ja, das Gute ist, ne, ich kann mich dann, muss nicht immer ein Stativ aufbauen und wie gesagt, kann das kleine Fernlenkauto dann quasi von meinem Sitz aus in Position fahren oder eben, wenn ich mit dem Fahrrad auf einem Weg unterwegs bin. Ihr seht, ne, dann tue ich das per Fernsteuerung dann wieder zu mir hinholen oder ich fahre es eben von mir weg in Position, sodass ich mich dann filmen kann. Das Gute ist, bei der GoPro kann ich ja über das Handy sehen, ob ich richtig im Bild bin und kann auch die Aufnahme dann erst starten. Ja, hier mal so ein Blick noch über den Marktplatz und jetzt gehe ich eigentlich zu Fuß, deswegen ist es jetzt das Video ein bisschen hoppelig. Ich habe das aber jetzt auch mal wieder ein bisschen in Zeitraffer gemacht, damit ihr aber trotzdem so hier den Gesamteindruck der
schönen Altstadt hier noch habt, mit dem anderen Tor, was hier von der Altstadt ist. Und ja, hier rechts wäre jetzt eigentlich der Radweg weitergegangen. Ich weiß gar nicht, kann auch sein, dass da so tatsächlich auch ein Hinweisschild ist als Ersatzradweg, aber da war eine Schranke, die stand da, das konnte ich von hier aus auch sehen. Und ich denke, fährst du mal hier der Radlerin hinterher. Natürlich nicht unbedingt wirklich, weil ich habe das ja auf meinem Handy per Komoot, um zu sehen. Ja, hier, das ist jetzt noch nicht wirklich gut hergerichtet. Da sind jetzt also wirklich noch sehr hubbelig. Deswegen, ihr hört das jetzt auch. Aber weil der vor mir da, der Radfahrer, der Junge, gerade ist, habe ich gedacht, wenn der das kann, kann ich das auch. Aber so ganz so prickelnd war es nicht. Aber ab hier seht ihr, ist das... Und das hier ist jetzt auch schon wieder mit diesem Betonschotter gemacht. Das ist jetzt wirklich schon, denke ich mal, fast wieder der Endbelag. Also man kann sagen, ab Ahrweiler kann man den Ahrtal-Radweg dann auch fast runter bis zum Rhein. Ja, also ohne Autoverkehr wirklich dann radeln. Also das ist schon machbar, ne? Aber Ahrbrück, wo ich halt gestartet bin, ne, ganz oben, das erste Stück von Ahrbrück bis Kreuzberg, okay, aber wie gesagt, ab da dann quasi ab Kreuzberg kann man sagen, bis runter nach Weil-Porzheim, bis Ahrweiler, das ist natürlich dann, ja, Straße langradeln, ne? Aber ihr seht, ich habe das jetzt auch mal so ein bisschen etwas in längeren Abschnitten mal drin gelassen, damit ihr seht, wie das hier so tatsächlich... Also man hat da schon sehr viel hier wieder in dem Ort Bad Neuenahr-Ahrweiler schon hergerichtet. Und aber ihr seht auch hier links anhand des Baumaterials, es ist eben noch nicht alles wieder ganz fertig. Ja, und ich muss echt sagen, hier sind jetzt auch immer so Hubbeln eingebaut und eingelassen, damit die Leute hier nicht so schnell fahren. Aber als Radfahrer mit, wenn man dann mit dem E-Bike 25 km/h fahren möchte, ist das auch nicht gerade schön, ne? Naja, vielleicht wird ja rechts da noch dann der gemeinschaftliche Fuß- und Radweg beziehungsweise auch für Radverkehr freigegeben. Ja, hier natürlich wieder ein bisschen Altbestand auf der Strecke. Ich denke mal, dass Leute, die hier schon ein paar Mal hergefahren sind, den Ahrtal-Radweg, werden das kennen. Ich denke mal, das ist tatsächlich noch erhalten geblieben. Und also ich bin mir zu 99,9% sicher, dass das noch wirklich alter Belag ist. Jetzt hier natürlich ein bisschen doof. Die Stelle gab es auch früher schon, war aber ein bisschen entschärfter. Jetzt ist es ein bisschen weniger gut. Ihr seht hier links war gerade auch ein Piktogramm. Also da links, wo die durchgezogene Linie ist, ist eigentlich Fußweg. Und da ich als Radfahrer, ja, hier sieht man es da links, ne, das ist also Fußgänger und ja, Autofahrer fahren dann da halt einfach drüber. Das Brückchen ist eben halt einfach zu schmal, ne? Naja. Ja, und hier jetzt vor dieser Brücke, hier ging es früher links dann weiter, parallel hier der entsprechenden Bundesstraße, die hier oben drüber hergeht. Und hier an der Stelle wäre der Radweg geradeaus gegangen. Ich bin aber dann links hinter der Brücke gefahren, weil ich weiß auch nicht, warum die Leute das dann nicht so ausweisen. Wenn es auch nur ein paar hundert Meter sind, hier ohne Straßenverkehr und ohne Autos zu fahren, jeder Meter, den ich weg von der Straße bin, ist für mich ein entspannter Radweg, ne? Also, ja, jetzt wäre ich hier eigentlich von rechts gekommen, so wie es wahrscheinlich vorgesehen ist auf diesem Ersatzradweg.
Nur ein Schild habe ich davon auch wieder nicht gesehen, aber okay. Ja, denkt immer mal zwischendurch dran, beziehungsweise klickt bitte auf das Logo rechts, da bin ich zu sehen mit Hut. Da kann man mich dann ganz einfach abonnieren. Wie gesagt, es kostet definitiv nichts, es verpflichtet auch zu nichts. Ja, und jetzt möchte ich euch eine Stelle zeigen, wenn ihr denn wirklich euch auch zutraut und sagt, komm, so schlimm ist das mit der Bundesstraße nicht. Hier, das fand ich jetzt wirklich nicht so gut. Ne? Weil ich habe das Stück jetzt auch extra mal für euch drin. Ihr seht, da gibt es keinen separaten Radweg, noch nicht mal einen Fußgängerweg. Ich weiß gar nicht, wie sich das denken hier. Und eigentlich, ja, hier ist jetzt wenigstens ein Fußweg. Ich glaube, das ist sogar Radweg, aber eine abgesenkte Bordsteinkante war da nicht. Also, naja, also da muss man dann wirklich die Zähne zusammenbeißen und als hartgesottener Radfahrer wirklich drüber stehen, weil hier, ihr seht hier die Leute auf dem Fahrrad, die kommen nämlich hier von dem Radweg und wahrscheinlich überlegen die auch, wie sie jetzt weiterfahren sollen. Und hier von links kam eigentlich früher dann der Radweg, der parallel da zu der Bundesstraße unterhalb, direkt zwischen der A, also dem Fluss A, und der Bundesstraße verlief. Das ist nämlich hier wieder die ursprüngliche Radweg, wie er früher war, vor der Flutkatastrophe. Muss man sich ja wirklich wundern, dass das hier so ab Bad 9a tatsächlich stellenweise noch erhalten geblieben ist. Aber hier jetzt mal so eine kurze Stelle, die weggespült worden ist wahrscheinlich, hat sich hier ein Trampelfahrtgefahr eingestellt, den wahrscheinlich viele so befahren. Ist natürlich ein bisschen holprig, aber na gut, das sind nur ein paar Meter, ne? Warum man dann da nicht mal einfach, man bräuchte ja nur mal ein bisschen Schotter hinstreuen und gut ist, ne? Dass die Leute dann sich da behelfen können. Ja, aber gut, ne? Das ist wieder zu viel verlangt, ne? Mal so eine LKW-Ladung. Okay, lassen wir's. Ja, wie gesagt, das ist jetzt hier der alte, ehemalige Radweg. Hier vor Kopf. Was mir so aufgefallen ist, anscheinend hat man die neu gemacht. Ich bin auch länger schon nicht mehr im Ahrtal gewesen. Auch vor der Flut nicht mehr. Da sind hier diese Reparatur für die Fahrräder, so Helfssäulen. Ja, hier links hätte man jetzt früher runter zur A wiederkommen können und dann den Flussradweg entlang fahren können. Jetzt geht's nicht. Ich bin hier auch noch nie hergefahren. Jetzt muss man halt nach Bad Bodendorf hier reinfahren, aber das ist hier eigentlich der Teil von Bad Bodendorf, der als Wohnviertel ist. Also ihr seht, das ist ganz entspannt, ist nicht viel los, weil es ist ja jetzt eigentlich auch ein Werktag und ich sag mal so, wenn man jetzt hier an einem Sonntag herradelt, wird wahrscheinlich noch weniger los sein. Von daher denke ich mal, ist das total entspannt. Ja, dann hier natürlich nochmal ein Blick hier auf, hier geht es ja glaube ich auch zu dem Bad hier in Bad Bodendorf. Und ja, hier ist dann der Wohnmobilhafen, weil hier ist ja eine Quelle. Und hier gibt es ja auch ein Freibad, aber diese Quelle, da habe ich auch schon mal von getrunken. Das ist ganz, ja, rostrotes Wasser, ob das gesund ist, angeblich soll ja, und ich weiß es nicht. Ja, ihr seht jetzt, bin dann mal nicht dem ausgewiesenen Umleitung-Ersatzradweg. Ich habe das einfach mal riskiert, dann hier ab Bad Bohndorf den ursprünglich alten Radweg zu radeln. Wobei ich mir natürlich schon gedacht habe, okay, wahrscheinlich kommt irgendwann der Punkt, wo hier ist zur linken Tier- und Naturfreunde Schwanenteich. Das war früher hier auch schon.
ist auch für Kinder ganz nett und interessant. Ja, und dann kam natürlich auch das Schild und dann habe ich gedacht, guck's dir mal an. Vielleicht haben die Leute ja auch schon wieder sich einen Behelfstrampelpfad hergerichtet. Und ihr seht hier links, da ist dann auch wieder der Behelfstrampelpfad. Aber da war dann auch noch ein kleines Mini-Bächlein, da war eine Rille, dann war da so ein Stückchen Brettchen drüber und dann kam man hier auf die Wiese, da ab hier ging es dann eigentlich. Dann bin ich tatsächlich aufgestiegen und bin dann hier dieses schmale, wirklich, man kann nur sagen, ja, Wiesenrille gefahren. Das poltert dann auch relativ gut, aber ich hatte einfach jetzt keine Lust mal wieder zurückzufahren, die ganze Strecke und dann, das hat ja auch geklappt, ja, hier war jetzt auch die Sperre, hier von hier links wäre ich dann wahrscheinlich gekommen, wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen, wenn ich jetzt da diesen, ja, hier links jetzt mal auch wieder dieses Ersatzradwegs-Schildchen für den Ahrtal-Radweg, ja, also wie gesagt, ne, ab Ahrweiler, ab der schönen Altstadt, kann man das fahren? Hier habe ich mich jetzt natürlich ein bisschen an den, ja, den Radweg gab es jetzt früher so auch schon, nur ist den natürlich wahrscheinlich nie jemand gefahren, weil der richtige Radweg direkt an der A am Ufer ist natürlich viel schöner, aber den hier gab es schon immer. Ich kann mich daran erinnern, weil ich den auch schon teilweise teilstückchenmäßig auch schon mal genutzt habe, weil ich den vor der Flutkatastrophe schon mal hier und da eingebaut habe, aber ja, ist schon lang, lang, lang ist es her. Ja, hier rechts ist eigentlich ein Klärwerk. Hier geht es dann auch mal durch ein bisschen Schrebergarten. Aber das ist ja, wie gesagt, eigentlich auch alles recht entspannt. Und man kann dann auch weiter geradeaus fahren. Allerdings, ich biege jetzt hier links ab, weil ich mich dafür entschieden habe, jetzt nicht bis runter zum Rhein runter zu radeln. Ich biege dann hier ab, muss dann hier jetzt auch nochmal die B266 queren, weil ich möchte nämlich jetzt hier auf dem kürzesten Weg Richtung Remagen Bahnhof. Und ganz so schlimm, wie es jetzt hier aussieht, war es jetzt auch gar nicht. Es war nur mal so kurz am Anfang. Ich glaube, das ist so ein bisschen Industriegebiet, aber recht weitläufig. Von daher alles relativ entspannt. Und gut, dann komme ich hier nach Remagen rein und bin jetzt auch nicht mehr so weit weg vom Bahnhof. Weil ich muss ja von Remagen dann nochmal wieder bis nach Rheinbach mit dem Zug fahren, da bin ich dann mit Umsteigen in Bonn auch wieder noch ein Stündchen unterwegs. Ja, was ganz gut ist, ihr seht das jetzt hier, ne, man kann hier von der Straße direkt in den Aufzug einsteigen, der dann hoch zum Gleis oder auch runter. Ich bin leider, ich habe nicht mehr daran gedacht, dass ich hier hochfahren muss zum Gleis 1, bin dann also erstmal runter in den in die Unterführung, aber so what. Ihr seht, auf jeden Fall passt da ein richtiges 28 Zoll Bike rein. Man muss da also nichts. Man muss da also nicht das Fahrrad akrobatisch vorne hochheben, damit das da der Länge nach reinpasst. Man kann das wirklich auf beiden Rädern stehen lassen und das passt da bequem gut hinein. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich über einen Daumen hoch und vor allen Dingen über ein Abo sehr freuen. Ich bin jetzt hier in Rheinbach wieder angekommen. Ich sag winke, winke, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.